Aloha und herzlich willkommen aus Kailua-Kona, T-2. Übermorgen ist ja der erste Renntag des Ironman Hawaii, aber für einige war heute da draußen schon vorglühen. Der traditionelle Kona Underpants Run war am Start. Nils, du warst dabei, wie war's? Es war voll. Ich glaube, waren da so viele Leute. Man sieht es jetzt gar nicht hier. Es sind noch nicht alle zu sehen. Es haben gar nicht alle zum Start geschafft, weil noch viele da waren. Und als wir noch rausgelaufen sind, kam Mike Riley auf seinem Scooter schon uns wieder entgegen und es war richtig, richtig krass voll. Ja, wunderbare Bilder, die kennt man. Das Ganze ist ja mal entstanden so als Protest der Hawaiianer gegen die vor allen Dingen von Deutschen reingebrachte Freizügigkeit. Nils, absolut. Was hattest du an? Du hattest unser T-Shirt an, hoffe ich. Ich hatte unser T-Shirt, ich musste ja erkennbar sein, dass ich hier, ich habe ja auch den Eid nicht geleistet. Man muss vorher beim Warmmachen, ne, bevor Exercises gemacht werden, ein bisschen Stretching in Unterhose und die Pulsfrequenz immer gecheckt wird zwischendurch. Das ist ganz wichtig bei den Kniebeugen, Ansagen auch oft auf Deutsch. Damit die Betroffenen das verstehen. Ja, der Hintern übrigens gerade, das wurde mir gesagt, das ist ein schneller nordfriesischer Schornsteinfeger, den wir auch schon in unserer Sendung hatten. Ja, den habe ich auch getroffen. Es war cool. Also viele, viele Leute da. Ja, ich hatte T-Shirt an natürlich. Ja, herzlich willkommen jetzt auch im Live-Bild. Von wenig Stoff kommen wir zu schnellen Stoff. Denn wir haben eine Aktion für euch, die hier auch für alle Menschen vor Ort sichtbar ist, deutlich sichtbar ist. Und wir haben Christopher Jones bei uns. Christopher. Hallo, Aloha von Hawaii. Ja, wir sind quasi von den Underpants nach Down Under gegangen. Christopher, du kommst aus Australien. Ja, Australien. Ich komme aus Sydney und wir haben auch vergleichbare Wetter. Vielleicht hier ist es etwas feuchter und auf jeden Fall schön hier zu sein. Sorry Deutschland, wenn es ein bisschen kühler wird, aber hier ist es wunderschön gerade. Ja, aber Temperatur ist dein Business. Was machst du? Auf jeden Fall. Wir sind für Core. Wir sind eigentlich ein Schweizer Unternehmen. Wir haben die Core Sensor und das hat man schon einfach bei euch schon mal gesehen, den Core Sensor. Und wir arbeiten seit Jahren mit einfach vielen Athleten, auch die Norweger. Hat vielleicht vom Herr Blumenfeld gehört und auch Gustav Eden. Und auch in den Vorbereitungen für den Tokyo Olympics 2021 haben wir sehr viel eigentlich Unterstützung geleistet. Hier haben wir eigentlich was sehr Besonderes. Wir haben mit der Trimtex gearbeitet und die Norweger. Und wir haben den Trimtex Tri-Suit auch bewiesen als kühlster Tri-Suit, die man einfach kriegen kann, wenn man das kriegen kann. Aber hier haben wir was Besonderes. Wir haben den originalen Cozumel Tri-Suit. Das ist das heißt 7 Stunden. Ja. Der schnellste reguläre Triathlon-Anzug der Welt, kann man fast sagen. Ganz genau. So 7 Stunden, 21 Minuten, 12 Sekunden. Und das ist das Original, race-worn, sogar auch gewaschen, auch mit Unterschrift. Und das gibt es jetzt als Preis. Das kann man jetzt gewinnen. Ob man hier ist vor Ort, gerne vorbeischauen bei uns, bei den Data Power Performance Crew. Wir haben einfach hier eine kleine Ausstellung. Oder auch online gibt es auch noch einen Link, wo man klicken kann auf Data Powered Performance. Und da kann man gerne teilnehmen. Und das könnte eure sein. Ja, den Link stellen wir nachher noch in die Shownotes. Ja. Was sagst du, wenn man den jetzt gewinnt, darf man den tragen oder muss der im Rahmen an die Wand? Ja, ich meine, die häufigst würden wir einfach gefragt, ist das gewaschen? Und auf jeden Fall, wenn man das einfach die Footage sieht, ja, wie das war, ne, klar ist der einfach total nass geswitcht, der kennt sich saugut aus mit Temperatur. Aber ja, hier haben wir es gewaschen, ich habe sogar einfach gerocken, ja, der ist sauber. Bei mir ist es einfach, ich nenne das ein ikonischer Teil von dem Triathlon History, der Geschichte von History. Das ist einfach ikonisch und das will ich auf jeden Fall gerne in meinem Wohnzimmer haben. Aber leider muss ich das einfach an euch abgeben. Was sagst du, welche Wetterbedingungen wären am besten für die Athleten für schnelle Zeiten? Okay, man muss immer kühl bleiben. Das heißt, desto kühler das ist, desto besser. Ja? Klar, wenn es heiß ist, muss man einfach noch mehr machen, um kühl zu bleiben. Und eigentlich, ja, kühler ist besser, auch Wind ist besser. Aber natürlich gibt es auch ein bisschen einen Ausgleich. Desto windiger das ist, ja, man hat auch ein Aerodynamic Problem. Und dann, da muss man ein bisschen den Ausgleich finden zwischen der Temperatur und Aerodynamic. Ja, wie sieht deine Woche noch aus? Ah, wir haben eigentlich eine sehr schwere Woche. Wir arbeiten genauso wie euch hier. Wir unterstützen sehr viele Athleten. Es ist auch eigentlich sehr schön bei Core und wir sind bei Moxie und VO2 Master. Und wir haben auch viele eigentlich Athleten, die unsere Produkte benutzen. Die wollen einfach die letzten Last-Minute-Tipps. Ja, wie können sie sich vorbereiten oder Last-Minute-Tipps. Wichtig ist für uns, wir würden den Race-Strategy für die Athleten nicht ändern.
aber wir können auch ein paar Tipps einfach abgeben. Das bedeutet einfach immer kühl bleiben. Die Tipps werden auch insbesondere beim den Radstrecker auf den Laufstrecker, man muss einfach wirklich auf den kühlen achten oder Kühlungen und einfach immer Wasser auf dem Kopf, immer nass bleiben, immer die, alle Möglichkeiten geben, die Hitze abzutransportieren, dass man kühl bleiben kann und auch die Leistung zu bringen, die man haben möchte. Ja, das wird sehr spannend. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns wahnsinnig drauf. Ja. Und einer von euch da draußen kann sich freuen über diesen Anzug. Wie gesagt, den Link stellen wir nochmal in die Shownotes nachher. Und dann wünschen wir euch viel Glück dabei. Ja, viel Erfolg auf Köln. Und ja, hoffentlich nächstes Jahr sehen wir euch alle hier. Alle in dem Anzug. Danke. Alles klar. Vielen Dank, Christopher Jones. Wir machen einen Moment Werbung, holen unsere neuen Gäste rein und sind gleich wieder für euch da. Da sind wir wieder mit zwei neuen Gästen. Es wird bunt bei uns, ja. Danke, dass du dich hawaiianisch hier für uns angezogen hast. Wir haben bei uns Silke Roskopf. Silke ist schwer nervös, glaube ich, weil du übermorgen startest. Herzlich willkommen. Hallo, ja, ich bin sehr nervös. Ich bin das erste Mal hier auf Hawaii und ja. Alles wird gut, ja. Dafür sind wir da. Und wir haben Jean-Paul Ballard. Ihr kennt ihn aus verschiedenen Sendungen. In Utah war er dabei, auch schon hier vor 3 Jahren. Der Aerodynamik-Experte schlechthin. Ja, hallo zusammen, super hier zu sein und danke für die Einladung. Ja, wir reden über das, was uns erwartet die nächsten Tage. Nils hat es schon erwähnt, heute war die Wettkampfbesprechung. Ja, genau. Die Deutsche, also das rattert ja heute, glaube ich, so durch. Wettkampfbesprechung war diesmal, man musste ja umziehen, weil es sind so unfassbar viele Leute da in den jeweiligen Nationen, vor allen Dingen natürlich bei den Deutschen, dass wir ein größeres Zelt brauchten und selbst das hat nicht gereicht. Also ja, war schön, die Gesichter zu sehen und ja, einfach, da konnte man schon in den Augen sehen, dass es langsam anfängt zu kribbeln. Ja, und jetzt sind wir natürlich neugierig. Du warst als Athletin dabei. Was gab es an neuen Ansagen? Ja, also ich habe leider nur die Hälfte gehört, weil wir ja dann hierher mussten. Ja, also da ich ja keinen Vergleich habe, weiß ich jetzt nicht, was neu ist zu den letzten Jahren. Die Radstrecke scheint sich ein bisschen geändert zu haben gegenüber den Vorjahren. Genau, ja. Und genau, es gibt eine minimale Änderung da gleich zu Beginn der Radstrecke, um einen Block anders zu fahren, damit man mehr Parkmöglichkeiten hat. Ne? Aber erzähl mal, dein Weg hierher, wie hat der begonnen? Und ich glaube, wir haben auch ein Bild, wie er begonnen hat. Ja, also ich war dieses Jahr in Aix-en-Provence auf der Langdistanz. Das hat ja dieses Jahr das erste und vermutlich auch das letzte Mal stattgefunden. Und ja, war ein sehr, sehr anstrengender Tag. Es war sehr heiß, also insofern eine ganz gute Vorbereitung auf den Wettkampf hier. Ich habe mich wirklich sehr gequält in dem Wettkampf und habe mehrmals dran gedacht, eigentlich auch aufzugeben und war dann im Anschluss eigentlich sehr froh, mich dann doch durchgebissen zu haben, weil es ja dann tatsächlich sehr unverhofft mit der Hawaii-Quali geklappt hat. Ja. Ja, sehr schön. Also wer jetzt gedacht hat, das Bild, die Dame, die kenne ich, du warst sogar schon mal auf unserem Cover vor vielen Jahren. Ja. Das weiß Nils nicht mal. Ich musste jetzt gerade mal kurz überlegen, welches das war. Wenn sag mal, was hattest du an? Also ich hatte einen Neoprenanzug an, genau, so vorm Meer. Dann weiß ich. Ja. Weißt du, in welchem Jahr das war? Oh, das müsste 2011, glaube ich, gewesen sein. Also bist du schon lange dabei im Sport? Ja, also ich mache seit 12 Jahren Triathlon, seit 10 Jahren jetzt Langdistanz, genau. Und quasi zum Abschluss eines 10-Jahres-Zyklus hat es jetzt tatsächlich mit Hawaii geklappt. Ja. Wir müssen heute über Wind reden und darum haben wir Jean-Paul da. Jean-Paul, erzähl mal, was ist hier das Besondere an diesen Bedingungen hier? Ja, also Wind spielt immer hier in Kona eine große Rolle, aus 2 Gründen. Erstmal das Thema Segeleffekt, also wie viel die Laufräder und den Fahrräder quasi sogar Vortrieb erzeugen können. Also das reduziert der Widerstand. Und auch, was sehr wichtig ist, also die Gruppeneffekt. Also
in eine Gruppe. Also man sieht mittlerweile sehr häufig in Ein-Mann-Rennen, es bildet sich immer Gruppen und es gibt immer in einer Gruppe so eine 10 bis 20, sogar 25 Watt Einsparung, wenn man in die richtige Gruppe ist. Aber wenn der Wind richtig bläst und auch von den Seiten, wie hier in Kona, dann wird diesen Gruppeneffekt etwas entschärft und dann wird es wieder zu einem individuellen Wettkampf wieder. Also spielt eine große Rolle zum Wettkampftag. Ja. Wohlgemerkt, trotz Abstand, ne? Also trotz regulärem Abstand der Windschattenbox ist dann doch, je weiter man nach hinten gereicht wird, und hinten dann wird es irgendwann wieder weniger, glaube ich, oder? Ist dann schon auch ein großer Aero-Vorteil da? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, also man spricht so, sagen wir, Größenordnung 20 Watt bei einem relativ windstillen Tag. Zum Beispiel, was wir hier hätten in den letzten Jahren in Kona. Aber es kann sein, dass dieses Jahr etwas mehr Wind dabei ist. Ist das so? Hast du schon, ist das deine bisherige Erkenntnis? Wo hast du die her? Wir müssen vorsichtig sein. Als wir über Haie gesprochen haben, hatte jeder Angst vor Haien da draußen. Jetzt sagt nichts Falsches. Nein, also es wird nicht windig. Also es wird kein so Horrortag. Die letzten Jahre hatten wir sehr ungewöhnliche windstillen Tagen hier an Wettkampftagen in Kona. Was wir gemacht haben in den letzten Jahren hier in Kona, haben wir extrem viele Windmessungen gemacht und diese Windmessungen im Bodenbereich abverglichen mit den Wetterstationen. Und es gibt sogar 4 Wetterstationen hier entlang der Strecke. Dieses Jahr haben wir das Gleiche gemacht, aber mir auf die Wetterstationen und unser Fischermann gehört. Und es sieht so, als es wird so 7 bis 10 Kilometer pro Stunde Wind geben, relativ von den Seiten her, also nicht so stark. Aber besonders am Renntag, beiden Frauen und den Männern, etwas böige Bedingungen vielleicht in HW und vielleicht bis zu 30, 35 Kilometer pro Stunde Rückenwind von HW zurück. Wie kann man das jetzt schon wissen? Ja, also wir machen wirklich täglich, das haben wir in den letzten Jahren gemacht, wirklich täglich Windmessungen. Hier an die Küste ist es schon relativ regelmäßig, was passiert. Ja? Und wenn das Wetter irgendwie einigermaßen gleich bleibt, bleibt auch der Wind einigermaßen gleich und der Windverlauf. Also startet immer relativ windstill, wird leicht windiger während des Tages und die Windrichtungen sind auch relativ stabil. Also das kann man schon relativ gut vorhersagen. Du hast mir erzählt, du hast ja eine Quelle, also Computer und Simulationen, alles wichtig, Wetterstationen, aber du hast ihn schon gesagt, die Fischer, die hier unterwegs sind, die wissen Bescheid, wie das Wetter wird, hast du mir erzählt. Ja, das ist schon krass. Also die Fischer, die wissen es, die gucken, die spüren es, die wissen es einfach. Und sie können sagen, ja, nee, die Wettervorhersagen, die stimmen gar nicht. Oder die sind relativ stabil, also sagen wir, die sind korrekt. Und unsere Fische, die wir vor einigen Jahren gefunden haben, der uns wieder dieses Mal geholfen hat, sagt wieder, ja, nee, das ist eigentlich stimmt, wie es jetzt ist und wie vorhergesagt wird. Also erst wenn der nicht mehr rausfährt, dann sollte man vielleicht auch mit dem Rad auch nicht mehr rausfahren. Ja, genau. Apropos rausfahren, Silke, wie oft warst du da draußen und wie hast du den Wind in der Theorie gehört vorher und in der Praxis erlebt? Genau, also wir waren nur einmal mit dem Rad draußen auf dem Highway, da war es relativ windstill. Also ich habe ja auch schon viel gehört, dass der Wind hier sehr stark sein sollte. Also als wir mit dem Rad unterwegs waren, war es tatsächlich relativ windstill. Ich bin auch schon auf Lanzarote gestartet, also so ein bisschen bin ich windgewohnt und hoffe, dass ich da jetzt einigermaßen drauf vorbereitet bin. Was ist dein Setup, um mit dem Wind klarzukommen? Hast du irgendwo abgespeckt gegenüber anderen Rennen, die du gemacht hast? Eigentlich nicht. Also ich habe relativ niedrigprofilige Laufräder an meinem Rad. Von dem her denke ich, dass ich damit schon klarkomme. Also auf Lanzarote hatte ich sogar dann wirklich ein Vorderrad ohne Profil. Aber ich denke, hier müsste es, soweit ich es jetzt sehe, so gehen, wie ich es habe. Ja. Ja, wunderbar. Man redet hier über die Donut-Räder. Ja? Es gibt neue Laufräder. Es gab diese Aktion schon mal. Die hießen dann sogar Kona, wurden ein paar Tage vorher verboten vor dem Rennen, vor ungefähr 15 Jahren. Funktioniert das hier oder gibt es irgendwo eine Grenze, wo du sagst, das ist nicht mehr fahrbar? Nein, ich glaube, das funktioniert. Also wir haben das, man sieht das auch in Lanzarote, wie du gerade gesagt hast. Es gibt sehr windige Rennen, wo man sogar mit voller Scheibe fahren kann. Das ist auf jeden Fall fahrbar. Die Stabilität ist eher eine Frage von dem Vorderrad. Also ich sehe kein Problem eigentlich mit dem Donutrad. Finde ich auch cool, was da Head gemacht hat. Aber das spielt nicht so eine Rolle. Also wir sprechen so unter einem Watt, sagen wir, Leistungsvorteil von diesem Donutrad. Also ja, es wird nicht entscheidend sein, aber finde ich auch cool. Ja, wir schauen uns gleich sicher nochmal ein Rad an, was du mit gefittet hast, sage ich mal. Ja. Was ist einfach zu fitten? Ich sehe dich jetzt hier stehen. Gestern stand Jan Frodeno da, 1,96, circa 1,86. Welche Rolle spielt die Körpergröße hier?
Ja, sehr viel. Also je größer der Widerstand. Aber sagen wir, die größeren Leute haben entsprechend normalerweise mehr Körpermasse. Und man spricht immer so Watt pro Kilo. Also die können auch mehr drücken, um diesen Widerstand zu überwinden. Aber die kleineren Fahrer haben entsprechend weniger Luftwiderstand und brauchen dann auch weniger Watt, um diesen Widerstand zu überwinden. Hört sich gut an, oder? Ja, klingt gut. Ja, wir machen einen Moment Werbung und dann holen wir mal ein Rad rein, würde ich sagen. Ja? Jetzt haben wir es noch ein bisschen versteckt hier. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Platz machen, damit wir das Rad richtig sehen. Ich baue hier mal ein bisschen um. Hier wird gleich vor dich mit dem Rechner. Sonst ist der Arbeitstag vorbei. So, da haben wir es. Ja, vielleicht können wir es auf die Mauer stellen und uns links und rechts dazusetzen. Solange wir alle noch im Bild sind, ja. Ja, das ist das Rad von wem? Das ist das Rad von Lise Norden. Haben wir gestern unsere schöne Kona Decals für sie drauf gemacht. Ja, eigentlich ein sehr windschliffiges Rad, also ein sehr schnelles Rad. Ja. Lisa ist ja auch erfahrene Zeitfahrerin, hat auch Profi-Radrennen schon gefahren, also die weiß, wie man Rad fährt. Wo schätzt du sie ein, so von den Radzeiten im Ranking? Ja, also ich glaube, sie kann ganz gut vorne dabei spielen. Ja, je nachdem, wie die Gruppen sich bilden, wie das geht nach dem Schwimmen. Aber ja, also Lisa ist auf jeden Fall eine der stärksten Radfahrerin im Feld. Ja, ich glaube, Silke hat sich gerade schon schockverliebt. Das passt auch farblich wunderbar zu deinem Shirt. Ja, aber Nils ist unser Radexperte. Geht mal durch das Rad. Naja, genau. Also was mir gerade auffällt, ist natürlich, dass sie ein relativ hohes Vorderrad fährt. Die meisten Frauen, korrigiere mich, wenn es anders ist, fahren 60er Vorderräder hier, oder? Ja, also je nach Marke. Also wenn ich das sagen darf, bei Swisside, wir sind schon stark darauf, wir machen sehr viel Entwicklung, um diese Stabilität einzuhalten. Also zum Beispiel die Lisa, auch die Laura, die haben beide überhaupt kein Problem mit dem 80er Vorderrad, auch bei windigen Bedingungen. Aber das ist je nach Laufradmarke schon ein bisschen unterschiedlich. Ja, was mir noch aufgefallen ist, oder was jetzt eigentlich auch fast alle haben, sind so Abweiser hinten am Schaltwerk. Nimm uns da mal mit. Was würdest du sagen, das sind diese berühmten Marginal Gains, oder? Wo man sagt, da hole ich noch ein bisschen was raus, oder ist das nur wichtig, dass der Sponsor groß draufsteht? Also ich glaube, ein bisschen von beides. Also wir haben die Dinge schon Windkanal gemessen, die sind auf jeden Fall in Ordnung. Es sind kein riesen Vorsprünge da, aber sieht schön aus. Und ja, also das Equipment-Pimping in Triathlon ist schon Teil des Sports und finde ich auch geil. Macht dir das noch Spaß, so an kleinen Details zu suchen, oder fokussiert man sich mittlerweile eigentlich mehr auf die Position, weil das sowieso das Einzige ist, wo man noch wirklich was rausholen kann? Ja, also wir fokussieren uns auf alles. Also wie du sagst, also Position ist auf jeden Fall das Wichtigste. Das ist 80% der Widerstand sind die Athleten. Und klar, das andere 20% müssen wir auch optimieren. Und das kann auch einige Minuten Unterschied ausmachen. Also man muss überall optimieren eigentlich. Ja. Wir haben uns im Vorfeld schon darüber ausgetauscht, was so die Tugenden sind für Hawaii oder was man mitbringen muss, um hier ganz vorne zu sein. Und wir haben festgestellt, früher konnte man durch Material sich einen Vorteil erschaffen. Heutzutage, korrigiere mich, wenn das falsch ist, ist es doch eher so, dass wenn man das Spiel nicht mitspielt, hat man einen Nachteil, oder? Es spielen eigentlich alle Top-Leute, sind mittlerweile gut dabei. Oder bist du immer noch das, wenn du so ins Feld guckst, sagst, muss jetzt keine Namen nennen, kannst du aber, wo man sagt so, der sollte mal einen Termin machen, bei mir oder bei jemand anders, entweder an der Position oder am Material. Siehst du da noch viel? Also man sieht wenige. Es stimmt. Also ich glaube, alle Top-Profi-Athleten, die wirklich, sagen wir mal, sogar in den Top 10 sind, die waren alle mittlerweile im Windkanal oder auf der Bahn irgendwo, selbstverständlich Bike-Fittings, Materialoptimierung. Man sieht so im Cockpit-Bereich, also viele haben so Custom-Lösungen. Also mittlerweile wird der Niveau schon hochgeschraubt, ja. Absolut, ja. Ich sehe hier, die Kette ist schon gewachsen, das ist schon race-ready, ja, also kein Öl am Finger, ja, das ist auch
Standard heutzutage, ja? Ja, auf jeden Fall. Also mit so Marken wie Ceramic Speed, also klar, das sind wieder kleine Gains, aber die kleinen Gains summieren sich, ja. Und alle Athleten sind schon bemüht, auch psychologisch das absolute Maximum zu haben. Man sieht, also wir hatten einige Räder bei uns in den letzten paar Tagen und die sind alle mit gewachsenen Ketten. Ja, der Markus wird sich freuen. Man muss einfach alle Details aufschöpfen und am Schluss, das sind schon einige Minuten Potenzial. Also wir sprechen nicht von Sekunden hier in Kona, schon sprechen wir von Minuten über die 180 Kilometer. Silke, ich habe gerade den Blick gesehen zu deinem Begleiter, der hat jetzt noch Arbeit vor sich, ja? Ja, der muss mich die nächsten Tage noch ein bisschen aufpäppeln, ja, und ja. Also Kerzenwachs, Jean-Paul weiß, wo es hier das gute Zeug gibt. Ich sehe im Hintergrund noch die Ventilverlängerung, die sehr, sehr lang rauskommt. Sebastian Kienle hat das mal vielleicht den ersten Weltmeistertitel gekostet, weil er die komplett rausgeschraubt hat und nachher den Reifen bei einer Panne nicht mehr runtergekriegt hat. Aber so eine lange Ventilverlängerung, würdest du sagen, ist das noch Marginal Gain? Oder wie lang darf so eine Ventilverlängerung sein? Ich sehe sogar eine Ventilkappe vorne im Vorderrad. Ja, das ist, sag mal das dazu. Ja, ich sag mal dazu. Also erstmal zu den, diese Frage hatten wir häufig gehabt und ist eine gute Frage. Wir haben nie etwas messen können im Windkanal. Wir können schon innerhalb einen halben Watt messen können. Also das heißt, ein langer Ventil ist sicher weniger als einen halben Watt, wahrscheinlich weniger als 0,2 Watt. Also muss man keine Sorgen machen. Die Ventilkappe, man sieht es. Nicht so gut, aber das hat zwei Dinge. Das ist nicht nur eine Ventilkappe, das hat auch ein Stück drin, wo man der Ventilverlängerung abschrauben kann. Also das ist beides, das ist eine Kappe und ein Werkzeug in einem. Also ist auch hilfreich, sage ich. Also Sebastian Kienle war ein Fail damals mit dem, dem Abschrauben. Ja. Reden wir mal über Nutrition, Storage. Was glaubst du, wie viel muss man an eigener Verpflegung hier mitnehmen? Was ist deine Erfahrung mit den Athleten und wie passt das am besten an ein solches Rad dran? Ja, also ich bin kein Ernährungsexperte, aber was ich weiß, ist, dass die müssen auf jeden Fall viel Geld dabei haben und viel Wasser. Und das beste Lösung ist immer so ein Cockpit-montiertes Trinksystem. Also hier hat man das bei den Scott, das ist integriert mit einer Blase hier in den Rahmen. Aber auf jeden Fall hier vorne einen Trinkhalm zu haben, damit man in der Aero-Position bleiben kann. Und die meisten fahren dann immer, also ich habe das nicht hier dabei, mit so einer Aero-Flasche, der normalerweise voll mit Gel ist und dann hinten auf, in dem Fall mit zwei Flaschenhalter, eher Wasser für den Nachfüllen von dem Tank und sagen wir fürs Abkühlen vom Kopf. Wenn man jetzt dahin geht und sagt, tatsächlich, man macht den knallharten Vergleich, einfach nur die Zahlen angucken, weil es ist ja immer die Frage, integriertes Trinksystem in den Rahmen und alles schön weg oder halt einfach die einfache Flasche zwischen die Arme. Auch wenn du das siehst, so, ich nehme an, ihr habt auch Tests mal gemacht, irgendwie, wie oft muss ich den Strohhalm hochnehmen, wie oft muss ich die Flasche rausnehmen und so weiter. Was ist besser? Was ist die bessere Lösung oder ist es eigentlich egal? Also für die Cockpit-montierte, so einfache Flaschen, die sind eigentlich sehr gut. Ja. Wir haben gesehen, diese Lücke zwischen den Armen zu füllen, bringt hauptsächlich einen Vorteil für die meisten Athleten. Also ein ganz einfaches Torpedo ist auf jeden Fall genauso gut wie ein integriertes System. Sieht vielleicht weniger schön aus, aber aerodynamisch gesehen gleich. Eine Flasche, die man rausnehmen muss, ist meiner Meinung nach schlecht, weil du musst aus deiner Aero-Position zu kommen und du musst viel trinken. Das heißt, du kommst viel aus der Position. Diese Berechnung haben wir in 2016 für Andreas Rehlet gemacht, wie häufig er aus den Positionen gekommen hat. Und wir haben gesehen, nur wenn er sich konzentriert, anders zu trinken, könnten wir bis zu 5 Minuten einsparen. Also es macht schon viel aus. Also einfache Flasche, die man rausnehmen muss, sage ich, ist ein No-Go. Aber eine Flasche mit einem integriertes Strohhalm, super. Frage nochmal in die Praxis, in die Age Group. Wie ist deine Nutrition-Strategie hier? Ja, also ich habe tatsächlich auch so eine Torpedoflasche oben an den Aero-Bars, habe eine Aero-Flasche im Rahmen und eine hinterm Sattel für quasi Wasser zum Kühlen. Also eigentlich genau. Und du hast die Energiemenge komplett dabei und musst nur Wasser annehmen oder vertraust du auf das Gatorade oder was auch immer es hier dann an der Strecke gibt? Also Gels habe ich komplett dabei. Das Gatorade habe ich zu Hause ausgiebig getestet und vertrage das eigentlich recht gut, sodass ich dann da eigentlich dann auch ganz mich gut verpflegen kann. Ja. Ja, wunderbar. Ja, immer schön, solche Räder zu sehen, ja, und auch anfassen zu dürfen. Ja.
Das ist sicher noch ein Licht, das kommt noch ab. Ja, was ist sonst noch jetzt zu tun an finalem Feinschliff? Ja, ich glaube, sehr wichtig sind die Ersatzteile. Also hier haben wir einige Platten gesehen. Man kann sich nicht immer auf den neutralen Support verlassen. Also auf jeden Fall ein Box mit einem Ersatzschlauch. Also auch bei Tubeless-Reifen kann man ganz schnell einen Ersatzschlauch reinziehen. Vielleicht so ein kleines Werkzeug, wenn man zum Beispiel eine Ventilverlängerung nicht abmachen muss. Das ist sehr wichtig. Ich habe das häufig mal gesehen. Die Leute hatten einen Ersatzschlauch dabei gehabt, aber kein Werkzeug um die Ventilverlängerung. Und dann kann man das nicht mehr einsetzen. Also richtig ist irgendwo aerodynamisch, um die Sachen zu verstauen. In dem Fall hier bei dem Scott-Fahrrad gibt es eine schöne Kiste da hinten. Eigentlich perfekte Gelegenheit. Also sehr wichtig, quasi vorbereitet zu sein mit alles, was man braucht, falls man eine Reifenpanne hat. Wie viele Ersatzteile nimmst du mit? Wie viele Schläuche? Also ich nehme 2 Schläuche mit. Ja, also ich hoffe, die reichen. Das muss reichen, oder Frank? Es kann reichen. Es gibt nicht so viele Kurven wie in Südafrika hier. Aber die Gretchenfrage ist natürlich, wie viel Druck packe ich rein bei den Bedingungen hier? Ja, also das ist noch ein Thema, was wir uns wie im Utah dran beschäftigen. Die Straßen sind etwas besser als in Utah. Also in Utah hatten wir beides. Also, ja. Also wie so mega smooth bis zu mega rau. Klar, mittlerweile je nach Körpergewicht, je nach Reifentyp, sagen wir, hier kann man mit einem 25er Reifen für einen Mann, sagen wir 75 Kilo schwer, sagen wir um die 6,5-7 Bar fahren. Mit 28 selbstverständlich weniger, so um die 6 Bar. Aber bei leichteren Frauen könnten sie auf jeden Fall viel weniger Druck fahren. Also das heißt beim 25er so 6,5 Bar, je nach Reifentyp. Und bei einem 28er, falls das hinten gefahren wird, so um die 5 bis 5,5. Aber ja, sogar bei manchen Reifen sogar weniger. Aber genau um diesen Thema schauen wir jetzt in den nächsten Tagen, um die richtige Druckempfehlung unserer Athleten zu geben. Wir sind ja eine Athletengeneration, wenn du schon 2011 bei uns auf dem Cover warst. Wir sind noch 8 Bar sozialisiert. Wie einfach fällt dir das, den Druck so runterzufahren? Na, es fällt schon schwer, weil früher konnte man nie genug reinpumpen. Ja. Fühlt sich immer komisch, wenn man dann guckt und es sind nur so 5,5 Bar. Ja. Ich kann da sehr mal Blindtests empfehlen, weil das geht natürlich vielen so, dass sie das Vertrauen nicht haben und machen dann immer noch ein bisschen mehr rein. Also dass man mal mit jemand anders einen Test macht und sagt, der pumpt das für einen auf, man fährt eine Runde, dann wird ein krasser Gegensatz gemacht und dann guckt mal, wie sich das anfühlt und am Ende sagt man, welche Runde man am besten fand und dann wird man sehen, welcher Luftdruck einem am besten lag und das wird immer der niedrigere sein. Ja. Prognostiziere ich jetzt mal. Ja. Und ich... Ja? Sorry, ich wollte nur kurz dazu sagen, genau wie du sagst, das ist keine Hexerei. Also wir machen es klar mit viel Sensorik, aber du siehst das. Also im Utah hatten wir bis zu 15 Watt Unterschied zwischen hohem Luftdruck und niedrigem Luftdruck. Also das kann jeder selber sehen auf dem Tacho. Also wählt mal eine Strecke aus, eine gerade Strecke, fahren wir das ab und zu 2-3 Mal, dass man das wiederholt hat. Weniger Druck nochmals und sieht mal bei der gleichen Geschwindigkeit, wie viel Watt man braucht, habt ihr die Lösung. Ja. Ich würde sagen, bevor da draußen irgendwer auf die Idee kommt, dass wir auch dieses Rad gleich noch verlosen, machen wir uns lieber etwas wieder gemütlich, stellen das Rad in die Ecke und machen einen Moment Werbung. Ja, da sind wir wieder, haben den Tisch nicht ganz mittig getroffen, sehe ich hier. Dafür seht ihr umso mehr von der schönen Umgebung hier. Ja, die Umgebung, was hast du alles gesehen hier schon auf Hawaii? Ja, wir haben vorgestern eine Inselrundtour gemacht und waren am Captain Cook-Denkmal, waren am, jetzt habe ich den Namen vergessen, den Strand mit dem schwarzen Sand, ja, und waren auf dem Vulkan oben. Ja, also ich habe schon relativ viel von der Insel gesehen. Wow, sehr schön, sehr schön. Dafür bleibt dir wahrscheinlich keine Zeit, du guckst mehr auf deine Geräte dabei. Ja, leider schon, aber ich würde schon versuchen, einmal schnorcheln zu gehen. Ja, das ist auf jeden Fall auch was wert hier. Absolut, ne? Absolut. Ja, wir schauen mal, was ihr vielleicht noch verpasst habt. Es war gestern der Tag der Nationenparade, wo das Ganze hier losgegangen ist. Silke, du bist auch mitgegangen? Ja, natürlich. Das muss, ne? Genau. Also war sehr schön, hat viel Spaß gemacht. Die Leute von Hannes Hawaii Tours haben ja auch gut Stimmung gemacht. Ja, also war schon toll, da dabei zu sein.
Ja, wir haben einen kleinen Film dazu vorbereitet. Es hat eine gute Tradition, die Rennwoche des Ironman Hawaii beginnt mit der Parade of Nations, der Ironman Parade hier auf dem Ali'i Drive. Und da sehen wir schon ein paar altbekannte Gesichter. Hi Mike, how are you? Hola, how are you? I'm fine. How is it like to be back here for your very last time? Sad, happy, excited, nervous, so many things. And there's Bob Babbitt. Hi Bob, how are you? I am spectacular. How can you not be spectacular? We're back here 3 years away, being back here in the Big Island, it's the best. Dave, how are you? I'm hot. It's very hot here. It's going to be a steamy day on Thursday and Saturday. Perfect for the athletes. Und hier ist richtig Party. Die Paradenation wird alphabetisch aufgestellt. Und guten Tag. I'm from Argentina, my children. The people from Argentina. Guten Tag, guten Morgen and good luck for you, Germany. Aloha. So, hier gibt es auch einen Ansager. Wir gehen mal zur Fahnenträgerin. Hallihallo! Hallihallo, aloha! Du trägst die Fahne! Ja! Warst du als Erste da vorhin? Nein, eher als Letzte! Okay, Mannschaft, ich würde eine wunderbare Laola sehen, um Kona zu bekommen, um Kona zu begrüßen von Deutschland, alright? Seid ihr alle bereit? Auch hinten, alle einmal runter! Wir möchten Laola machen! Und wir beginnen! Laufen wir mal dran lang! Laola! Alle ready, die erste Reihe beginnt. Guck mal, hier ist sogar einer mit seinem Fahrrad. Ja, so, guck mal, hier mit Bayern-Fahne. Fragen wir mal den Radfahrer. Hallihallo! Der hat mir nicht gesagt, dass es heute zu Fuß geht hier, oder? Ja, das macht nichts. Ich habe mir gedacht, mit dem Rad bin ich schneller, aber jetzt komme ich nicht raus. So, hier kommt Irland. Konnichiwa! How are you? Fine, thank you. Arigato. You are racing? Yes. This is your race suit? Yes, yes. No. Und ein Athlet aus Kuwait. Yes. Hello, you're racing here? Yes. I'm the only one representing my country and the first Kuwaiti ever qualified to the world champion. Wow, that's amazing. Where did you qualify? In Kazakhstan in August. So, da kommen unsere Nachbarn aus den Niederlanden. Ich glaube, wir haben die Gewinner des Contests. Wer hat das schönste Shirt bei der Nationenparade? Hello! Yeah, I like the shirts. This is the Philippines. How many athletes do you have here? 37. Yeah. How many South Africans are here racing? About 40 of us. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's dir? Wunderbar. Du bist zum ersten Mal in Kona? Ja, genau. Wo hast du dich qualifiziert? In Thun, in der Schweiz. Oh, ein schönes Rennen habe ich gehört, ja. Aber es ist hart. Anscheinend das schönste Rennen der Welt, ja. Ja, das sagen einige. Team Hawaii Island. Hello. Here are the locals. Hello. Hi. You're racing in your home country. Yes. What is your expectation? Go out, have fun and be surrounded by community and friends. So, und damit endet die Parade der Nationen. Ich bin völlig durch. Es hat viel Spaß gemacht. Es war ja deutlich mehr los, deutlich mehr unterwegs hier als in allen den anderen Jahren. Aber es sind eben auch doppelt so viele Athleten, die hier ins Rennen gehen. Am Donnerstag für die Frauen und einige Age-Grupper Männer. Am Samstag dann alle anderen Age-Grupper Männer. Ich brauche jetzt aber erstmal was Kühles zu trinken und sage mal Hallo fürs Zuschauen. Vielen Dank. Das war die Nationenparade am gestrigen Abend und das, was ihr jetzt seht, das ist live, direkt von unserem Studio aus hier über die Bucht, gefilmt zum Digme Beach. Man sieht immer noch ein paar Athleten im Wasser. Das ist auf jeden Fall anders geworden. Früher war das immer so eine Frühmorgensaktion. Geschwommen wird den ganzen Tag. Ja, und es war brutal voll von. Es war bestimmt eine, keine Ahnung, ich muss lügen, 30 Meter lange Schlange vor dem Zelt, wo man die Taschen abgeben konnte und es war wirklich alles gerappelt voll. Aber ja. Jetzt haben die meisten sind entweder im Wasser oder schon durch. Ja, ihr könnt übrigens im Chat Fragen stellen an Silke, an Jean-Paul, an unsere Gäste heute. Wir plaudern aber auch noch ein bisschen. Ja, Digme Beach, das gehört auch mit dazu zum Ritual hier, ja? Ja, natürlich. Also das war das Erste, was wir am Freitag gemacht haben, dass wir hier runtergehen zum Schwimmen. Zumal ich jetzt nicht so ein ganz guter Schwimmer bin und es für mich immer wichtig ist, vor dem Wettkampf dann schon mal die Bedingungen zu testen, um mich dann so ein bisschen dran zu gewöhnen. Ja, apropos Bedingungen testen. Viele Athleten sind ja nicht mehr nur im Winter
auf Swift, auf anderen Plattformen unterwegs und trainieren Indoor. Kann man da viele Dinge richtig gut simulieren, die dir wichtig sind, Jean-Paul? Ja, auf jeden Fall. Also die Laura Philipp hat mir das mal beigebracht. Sie hat gesagt, sie trainiert in den Aero-Positionen und trinkt dann auch in der Aero-Position, fühlt auch wieder nach in den Aero-Positionen, also auf dem Swift. Sie trainiert auch, wie sie sich verpflegt und wie sie nachtankt und so weiter. Und ich finde, das ist eine ganz coole Sache. Ja, apropos Swift. Es ist soweit. Unsere Links sind draußen. Auf powerandpace.de findet ihr die Links zu unseren beiden Social Rides. Am Donnerstag um 18.15 Uhr deutscher Zeit geht es los live zum Frauenrennen. Und am Samstag um 18.15 Uhr live zum Männerrennen. Und natürlich zu Silkes Rennen und dem Rennen der vielen Age-Gruppe. Ja. Es gibt ja, schöne Trikots. Nicht ganz so schön vielleicht wie das von Christian, doch. Viel schöner, glaube ich mal. Ah. Die Power-and-Pace-Trikots für alle, die da mitradeln. Wie gesagt, die Links zu den beiden Events findet ihr auf powerandpace.de im Eventkalender. Bist du Indoor-Radlerin? Ja, sehr ausgiebig sogar. Ja, also ich fahre eigentlich fast lieber drinnen, weil es mir draußen inzwischen manchmal wirklich fast schon zu gefährlich ist. Man muss natürlich eine gewisse Balance finden, um auch die Radtechnik nicht zu verlieren, aber ich fahre schon sehr viel Indoor. Lässt sich das auch besser integrieren in deinen Berufsalltag? Du bist Ärztin? Ja, auf jeden Fall. Also, weil gerade im Winter, wenn es dunkel ist, bis ich nach Hause komme, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Indoor zu fahren. Ja. Ja, es ist auch manchmal sicherer, Indoor zu fahren. Also es kann gefährlich werden. Auch hier, nicht wegen des Verkehrs, sondern ja, manchmal sind die Berge einfach zu steil. Ich habe einen kleinen Film mitgebracht. Und ich glaube, dann gehe ich raus aus der Sendung. Bitte? Unter 300 Höhenmeter. Ja. Kamera lief. Wieder hoch. Keiner gesehen. Ja, Radfahren auf Hawaii kann gefährlich sein, vor allem wenn es zu steil wird. Ich bin vorgestern war es hier oben auf den, was die Triathleten nie sehen werden im Wettkampf, weil es immer wolkenverhangen ist, man hat es ja gesehen, auf den Hualalai hochgefahren. So weit wie man kommt. Eine permanente durchgehende Steigung, ohne dass es einmal bergab geht auf 1333 Meter. Also wer noch Zeit hat nach dem Rennen, ich kann es nur empfehlen. Es ist, als wenn man in einen botanischen Garten reinfährt. Die Blätter. Wer noch Beine hat vielleicht. Ja, die Blätter werden noch viel, viel größer als die hier. Und man fährt lange Serpentinen hoch, die man mit kleinen Serpentinen nur schaffen kann, die man sich selber baut. Zick, zack. Ja. Ja, Urlaub hinterher. Hast du noch die Zeit dafür, Dinge zu sehen wie den Hualalai? Ja, leider nicht. Wir fliegen dann am Montag schon wieder zurück. Also hat leider nicht geklappt, weil ja die Quali relativ unverhofft war, habe ich eigentlich meinen Jahresurlaub schon aufgebraucht. Und es war schön, dass mir meine Kollegen das überhaupt möglich gemacht haben, dass ich hierher kann. Ja. Ja. Jean-Paul, was sind für dich die nächsten Projekte nach Hawaii? Ja, wieder zurück in die Schweiz. Also erstmal zurück nach Australien. Also ich war in Australien für die Radweltmeisterschaften. Dann gehe ich zurück nach Australien. Eine Woche, also 3 Tage Ferien mit meiner Mutter und dann zurück in die Schweiz und dann ja Vorbereitung auf nächstes Jahr. Wir haben sehr, sehr viel vor. Ja, kommen wir zu den Fragen aus der Praxis von draußen. Der Ingo fragt, was für Reifen empfiehlt denn der Experte für dieses Rennen hier? Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, die richtige Mischung zwischen Aerodynamik, Rollwiderstand und Pannenschutz ist hier sehr wichtig. Es gibt zum Beispiel von Continental 2 Optionen. Es gibt den älteren TL und den neueren TR. Ich würde persönlich, obwohl der TR etwas weniger Rollwiderstand hat, der TL hat einen besseren Pannenschutz. Wäre meine Empfehlung. Die Schwalbereifen sind extrem schnell. Muss man schauen wegen, ich weiß nicht, wie die neuen Prototypen, wie stark sie sind. Also ich glaube, es sind genau diese Balance zu finden ist gut. Ich glaube, alle Top-Reifen sind relativ gut, in was Aerodynamik und Rollwiderstand angeht. Aber die Frage ist Pannenschutz. Genau, und das ist immer das, was man sich dann fragen muss, wie viel Risiko ist man bereit einzugehen für eben das mehr an oder weniger an Rollwiderstand in dem Fall, also dass es besser rollt. Da sind die Profis ja auch durchaus unterschiedlich. Ne? Man sieht, welche die volles Risiko gehen und ich habe gesehen, bei am Rad von Lisa ist auch hinten der TT drauf, also einfach für mehr oder für besseren Rollwiderstand. Das ist aber der etwas weniger Pannenschutz liefert. Aber, ja, ich denke mal, bei so einem großen Rennen hoffen wir einfach auch mal, dass es auf der Straße auch ganz gut gerollt ist. Wir haben darüber zu George auch schon gesprochen, dass gerade im Training, wenn man auf der Shoulder fährt, wo am Straßenrand, wo es dann doch ein bisschen dreckiger ist, da gibt es dann doch noch ein paar mehr Plan.
Ja klar, und am Renntag, klar, ihr fährt dann auf die Straße. Ich glaube, das ist schon weniger gefährlich. Man muss schon die Straßenrennen vielleicht etwas vermeiden, aus dem Grund. Und das, die Tubeless-Reifen in dem Sinn sind gar nicht schlecht. Also ich habe schon mit einigen Athleten gesprochen diese Woche, die schon quasi einen Stich hätten. Und das hat sich relativ gut abgedichtet. Also ich sage mal, das Tubeless-Sachen hier ist gar nicht schlecht. Ich lerne ja immer dazu. Irgendwann ja, klar. Ein lebenslanges Lernen. Ja, Frage an Silke. Bist du schon mal an einem Donnerstag gestartet in irgendeinem Rennen und wie gefällt dir das? Nein, bisher noch nicht. Ich denke, es ist ja eigentlich egal, an welchem Wochentag es ist. Man hat ja vor den Wettkämpfen die letzten Tage die gleiche Routine und ob man das jetzt von Mittwoch, Donnerstag auf Freitag, Samstag macht oder ein paar Tage vorher, ich denke, das macht nicht so einen großen Unterschied. Und ich freue mich halt, dass ich das Männerrennen gucken kann. Also da, deswegen finde ich die Lösung eigentlich schon gar nicht ganz schlecht. Ja, sehr schön. Diese Routine, wie sieht die aus die nächsten zwei Tage noch? Ja, also möglichst die Beine hochlegen. Heute werde ich noch mal ganz kurz ein bisschen laufen, um den Kreislauf wieder in Schwung zu kriegen. Aber die letzten Tage waren schon sehr anstrengend halt auch mit den vielen Terminen, die man hat, mit Check-in und so weiter, sodass ich jetzt eigentlich überwiegend versuche, mich zu erholen und möglichst viele Kohlenhydrate in mich reinzukriegen. Ja, du kannst wahrscheinlich schon, Paul, jetzt ein bisschen was erzählen aus deiner Routine als Notfallärztin, weil es werden viele mit Notfallproblemen jetzt noch zu dir kommen die nächsten zwei Tage, oder? Ja, sicher. Also ich bin immer bewundert von den Athleten, die hier starten. Also ich bin auch hier viel gefahren auf der Straße und ich habe absolut hohes Respekt. Das ist ein reines Quälerei. Also Respekt an euch alle, die hier mitmachen. Ja, unsere Routine zwei Tage vor dem Rennen ist die Pressekonferenz. Da gehen wir jetzt gleich hin. Von daher machen wir auch gleich mal einen Deckel drauf. Wir werden noch die letzten Athleten sehen und fragen, die wir noch nicht vor der Kamera hatten. Ja, ansonsten schaut rein weiter auf trimark.de, auf diesem YouTube-Kanal. Ihr habt gesehen, gestern kamen, glaube ich, um die 10 Filme daraus. Wir werden nicht müde. Naja. Doch. Aber wir halten durch. Wir halten die Stimmung und sagen vielen Dank, Silke. Viel Erfolg für dein Rennen. Vor allem ganz viel Spaß. Genieß es. Du weißt ja, das erste Mal muss man es hier genießen. Vielleicht kommen ja noch weitere Male. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Und ja, ich freue mich. Alles Gute. Ja, Jean-Paul, herzlichen Dank. Immer wieder eine Freude, deine Expertise zu hören. Ja, vielen Dank an euch und nochmals alles Gute an alle Athleten für ein tolles Rennen hier am Donnerstag und Samstag. Ja, Dankeschön. Macht's gut nach Deutschland, eine gute Nacht. Ja, und morgen um diese Zeit sind wir wieder da, wieder mit interessanten Gästen. Wir sind ja schon am Tag vor dem ersten großen Rennen dann. Und ich befürchte, das ist auch die Zeit, wo wir unsere Prognosen abgeben müssen. Ja, dann ist es Zeit, die Zettel auf den Tisch zu legen. Alles klar, so machen wir das. Also, mahalo, macht's gut.